Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2. Erzähl mir Ja, wir nicht sind sowas. hier. Eigentlich Du bist wollte ich nicht jetzt mein mit Postbote. Huno reden, da haben wir ihn schon mal. Ich habe da ein paar Dinge über dich Ich habe da gehört. ein paar Dinge über dich gehört. Schon wieder? Hoffentlich ist diesmal was Wichtiges dabei. Ich habe gehört, du warst nicht an deinem Platz, als das Attentat passiert ist. Und weiter? Emilio hat deinen Namen ausgespuckt. Du weißt auf jeden Fall was über das Attentat. Du hast dich ein bisschen mit dem alten Emilio unterhalten, was? Und er ist nicht der Ja. Einzige, der dich verdächtigt. Was soll das werden, Wenn du hinter dem Attentat steckst, wirst du dafür bezahlen. Ich will mit dem Attentäter gemeinsame Sache Ich machen. will mit dem Attentäter gemeinsame Sache machen. Gegen Esteban? Ja. Wirklich? Dann beweise es. Ich warte schon zu lange auf eine Lieferung Stahl von den Piraten. Ich vermute, dass Esteban sie abgefangen hat, um sie mir später teuer zu verkaufen. Das macht er natürlich nicht selbst. Ein paar der Banditen im Sumpf stehen auf seiner Lohnliste. Woher weißt du das? Betrunkene Banditen quatschen zu viel. Hat der gesprächige Bandit auch einen Namen? Sein Name geht dich nichts an. Aber der Kerl, den du suchst, heißt Juan. Allerdings habe ich ihn schon lange nicht mehr im Lager gesehen. Du wirst im Juan? Sumpf nach ihm suchen müssen. Okay, ich mach die Sache für dich. Du verrätst mir erst, wer der Glaubst du Auftraggeber. Ach wirklich? komm, ich mach das für Okay, ihn. ich mache die Sache für dich. Erstmal sein Gut, Vertrauen. wir werden ja sehen, ob man dir trauen kann. Ich So, vertraue keinem. erstmal alle hier nach und nach ausschalten. Das will doch keiner wissen. Und wo kriege ich jetzt eigentlich einen grünen Novizen her für Fortuno? Der tut mir echt leid. Fortunus Truhe. Ich lege mich erstmal hier pennen, es wird ja dunkel. So, bis zum Morgen. Und wenn ich hier jetzt einmal speichere. So, der grüne Novize. Ah. Warte mal, der grüne Novize, wo find, was steht denn da? Wo ist denn der? Die Stängel lassen sich zwar prima drehen, aber was wir im Sumpflager hatten, war von anderem Kaliber. Wenn ich die Essenz aus zwei Sumpfkrautpflanzen verwende und dazu einen Fellknüttel drehe, dann habe ich einen Stängel mit der Wirkung des grünen Novizen. Der grüne Novize hilft gegen Schmerzen jeder Art und macht einen klaren Kopf. Wir können dann mit Fellknütterich grüne Novizen machen. Ich muss zusehen, dass ich gleich zwei davon mache. Das So. ist kein Geheimnis, kein Geheimnis. Carlos. Das hätte ich dir vorher sagen. Glaubst du wirklich? Das ist kein Was weißt du über den Was weißt du Attentat? über das Attentat auf Esteban? Nachdem der Attentäter tot war, hat Torus mich beauftragt, einen neuen Mann ins Lager zu holen. Und Franco hat Logan geschickt. Hey, ich mache nur das, was Torus mir sagt. Über das Attentat selbst weiß ich nichts. Ich werde mich da nicht. Wenn wir Okay. nicht gekommen wären, wäre die Wir Sache sehen uns. anders ausgegangen. Möglich ist alles. Es gibt doch nur noch mehr. Juan ist der Typ, den wir suchen, Das der ist kein irgendwo hier im Sumpf Geheimnis. rumlungert. Der war doch sturzbetrunken. Warum erfahre ich das jetzt erst? Das war kein Wo Witz. müssen wir den suchen? Da haben wir wieder jemanden. Miguel? Nee, wir brauchen mit ihm nicht zu handeln. Zumindest gerade nicht. Oh, was war das? Waldbeere. Haben wir eigentlich noch einen Fellknöterich? Wir müssten ein paar haben. Oh, die Steintafel haben wir wieder da. Sumpfkraut, Fellknöterich. Haben wir 9 Stück. Okay. Ich darf nicht auf die Idee kommen, die wieder zu fressen. So, Bandit. Sancho. Hey, du. Was gibt's Was Neues? gibt's Neues? Ich hab gehört, du hast Franco umgelegt. Saubere Arbeit. Aber jetzt haben wir diesen Carlos am Hals. Mit dem ist auch nicht zu spaßen. Okay, soll ich Carlos umlegen? Soll ich die alle umlegen? Ich leg sie alle um, ist kein Problem. Außer Fortuno. Fortuno, den müssen wir am Leben lassen. Unser Sumpfkraut-Dealer des Vertrauens.
Bandit, Edgar. Nee, warte mal. Da hinten gab es doch noch eine Höhle mit jemandem. War das vielleicht Juan? So, wenn wir jetzt hier hinlang gehen. Da, wo Logan immer war. Hier ist noch ein Feldknöteri. Nice. Ich darf den nicht fressen. Wir können so viel Sumpfkraut, grüne Wiezen draus machen. Ich hoffe, der war hier drin, ne? Der Juan. Nee, das war Tom. Und sonst? Und sonst? Sonst? Sonst sitze ich hier rum und zähle Steine. Okay, wo müssen wir nach Juan suchen? Ich muss aber auch ehrlich sagen, ich mag es, wie wir hier am Glitzern sind mit der Armbrust. Blauflieder und Weidenbeere. Also im Canyon kann der nicht sein. Der muss schon hier irgendwo im Sumpf sein. Hier übersieht man aber richtig viel im Sumpf. Oder die spawnen nach. Also eins von beiden ist hier definitiv der Fall. Wird aber auch gerne mal riskieren, gegen den Dings da zu kämpfen. Da vorne liegt was. Weidenbeere, nice. Da ist noch eine Truhe. Nein, ist keine Truhe. Das ist nur ein Stein. Der arme Kerl kann einem leid tun. Welcher arme Kerl tut einem leid? Was? Ich wüsste aber auch gerne, wo ich nach Juan suchen muss. Hey. Wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Ich warte, bis sie einen neuen anfordern und ich an die Reihe komme. Jetzt, da Franco tot ist, habe ich hoffentlich bessere Chancen. Was kannst du mir über das Lager erzählen? Pass bloß auf, mit wem du dich anlegst. Wenn du grundlos einen Kampf anfängst, hast du schnell alle gegen dich. Die meisten haben Angst um ihr Gold und einige der Jungs beschützen sich untereinander. Was weißt du über Raven? Was weißt du über Raven? Er ist der Typ, der hier mit seinen Jungs als Erster aufgetaucht ist. Er ist der Anführer des Lagers. Mit ihm ist nicht gut Kirschen essen, glaube ich. Einmal haben sie 5 neue Leute angefordert, weil er seine Wut an seinen eigenen Leuten ausgelassen hat. Okay, interessant. Aber ja, okay, nachdem Gomez ja tot war, dürfte niemand mehr von denen eigentlich am Leben sein. Ich habe ja alle umgelegt gehabt. In Gothic 1. Von denen. Heilpflanze. Nehmen wir mit. Feuernessel. Aber wo muss ich jetzt nach Dings suchen? Feuerkraut. Noch ein Fellknöterich. Alter, ich feiere das gerade.
Pilze können wir fressen. Ohne Probleme. Aber wo finden wir Juan? Hatten wir den hier schon? Ja, den hatten wir schon. Okay. Wäre mir dann lieber, hätte der gesagt gehabt, da ist nichts mehr oder gibt es nichts zu finden oder sowas. So, wir sind wieder in dem Tempel. Noch ein Dunkelpilz. Kann ich hier hoch? Ja. Würde ich tatsächlich mal so hier rumlaufen? Irgendwo war doch... Ne, hier war nichts von dem. Autsch. Ich wollte schon sagen. Ja, dann müssen wir jetzt ein paar Dunkelpilze essen. Wir haben ja sehr viele. Ja, komm. Mana. Dunkelpilze geben mir Mana. Okay. Ab einer gewissen Menge. Wie viel darf ich noch essen? So, gleich kriegen wir noch mal Mana, glaube ich. Wie viel Mana haben wir jetzt? 55. Nicht schlecht. Lebensenergie 499. Also 500. Passt. Noch ein Dunkelpilz. Wie viele Dunkelpilze muss man fressen, damit man immer wieder 5 Mana bekommt? So, ich würde aber auch gleich mal schauen, ob ich nicht... mit der Armbrust hier die Sumpfgolems treffe. Das Ding gibt ja gleich so viel Schaden, 200 Schaden eigentlich, ein Treffer. Sumpfkohle. Okay, treffen tue ich ihn nicht. Ich glaube, das war keine gute Idee. Ich speichere vielleicht nochmal hier. Und dann gucke ich, ob ich den zu Klump hauen kann. Okay, erstmal fliege ich.
Also komm. Da ist nichts. Nichts zu plündern. Okay, wir kriegen den doch hin. So, da fresse ich nochmal den ganzen Dunkelpilz. Also kriegen wir die doch hin. Die fliegen nur halt ein bisschen weit, sagen wir mal so. Ah, nochmal Mana. 5, perfekt. Dann müssten wir jetzt bei 60 Mana sein. Noch ein bisschen. Okay, dann jetzt halt das Buddlerfleisch. Und müsste da hinten auch noch gleich noch einer geben. Warte mal. Mit dem konnte ich nur... Kann ich dich hier nicht nutzen? Für den? Oh nö. Na super. So, aber wo ist denn dann jetzt der andere Golem? Wenn wir schon in der Lage sind, den kaputt zu machen. Warte mal, ich speichere nochmal. Hier war ja irgendwo noch einer. Okay, da waren zwei. Wo kommen die zwei bitte her? Einer, kein Problem, aber zwei. Okay, jetzt sind wir nochmal drauf gegangen. Das war jetzt beschissen. Die weichen mir zu beschissen aus. Andauernd. Ja, komm. Da ist nichts zu holen. Okay, den haben wir auch dann schon mal. So, wir wollen jetzt nochmal wieder puttern. Wir brauchen hier Buddlerfleisch.
Dann kümmern wir uns jetzt um den nächsten gleich. Von denen. Wir sind aber in der Lage, die kaputt zu machen. So, und das auch nochmal speichern. So, hier gab es auch noch irgendwo einen. Da. Autsch. Nichts zu plündern. Ist hier noch ein? So, ich esse nochmal ein paar. Ich weiß jetzt, wie ich gegen die kämpfen muss. So, nochmal speichern. Für den Fall, dass hier noch einen irgendwo gibt's. Laufen und der haut dann lieber. Das war jetzt beschissen. Manchmal schlägt er, manchmal läuft er. Ich will nach links oder rechts laufen und er schlägt. So, hier haben wir Tränke. So, von Butlerfleisch gibt es aber keinen Bonus, oder? Was war das? Feuernässe. Ah, okay. Und Heilkraut. Sonst gibt's hier jetzt nichts, ne? Außer diese Sumpf-Golems. Doch, hier gibt's eine Höhle. Bandit? Juan! Wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Was willst du? Hast du mir was zu sagen? Wenn nicht, kannst du direkt wieder gehen. Sonst macht mein Freund hier Kleinholz aus dir. Also, was ist? Das heißt, du hast einige interessante Waren im Angebot. Ach was. Esteban will mich wohl verarschen, was? Ich habe die ganze Arbeit und verstecke mich tagelang in diesem miesen Loch und er schickt einfach jemanden, der das Zeug abholt. Ich bin doch kein Lagerhaus. Ja und? Das ist nicht mein Problem. Ich mache es aber zu deinem Problem. Du willst die Lieferung. Schön. Du kannst sie kaufen. Hol dir das Gold doch von Esteban. Oder von Raven. Oder was weiß ich woher. Mir egal. Wer die Waren will, der zahlt dafür. Ein Moment. Warte mal. Ich speichere noch mal. Wollt ihr wohl damit aufhören? Machen wir auf diese Art. Nichts zu holen. So, gibt's hier noch was? Wo haben wir eine Fackel? So, klimperndes Paket. Da sind Dietrich hier drin. Und ein Paket ist wirklich schwer. Es enthält einen dicken Stahlklumpen. So, wir
Wir sind eh nicht auf der Seite von Esteban, also machen wir das auf diese Art. So, grobes Schwert. Und wir wollen ja eh hier die Banditen eigentlich eher alle ausschalten. Und Juan sieht für mich nicht aus, als wäre noch relevant danach. So, Dunkelpilze nehmen wir wieder mit. Hätte ich jetzt aber auch nicht... Warte mal. So. Weidenbeeren können wir auch mal essen. Wir sind hier auch nur am Fressen gerade. Aber wir schalten nach und nach das ganze Lager hier aus. So wie es sich gehört auch. Wir müssen nur sehr lange fressen. Für Weidenbeere gibt es aber keinen Bonus, wie ich das jetzt gerade mitbekomme. Ja, noch ein bisschen. Komm. Komm, komm, komm. So. Wir haben fast 70 gefressen davon. Also 50 auf jeden Fall. Der ist schon bitter. So, und ich will wissen, wie ich magische Bolzen herstelle. So, komm, 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 schnell durch. Ich muss hier durch. Ernsthaft, hier hinter war auch noch was? Goldbrocken auch noch. Nein, nicht zur Truhe. Okay, ich finde das krass, wie viel man wie oft hier übersieht. Wenn man tausendmal dran vorbeigelaufen ist. So, irgendwer, wer wollte nochmal die Dietriche? Wer, Bruno Stahl, ein Paket voller Dietriche. Ein Kerl namens Juan hat Fisk die Lieferung ein Paket Dietrich hier weggeschnappt. Ah, okay. Fisk und Huhn. Dann gehen wir mal zu Fisk und zu Huno und geben denen das ab. Die paar Minuten können wir noch durchziehen dafür. So, Ramon. Der sieht für mich aus wie Bloodwyn. Muss ich ehrlich sagen. Kommt Bloodwyn hier auch vor? Der wird sich definitiv an uns erinnern. Das hätte ich dir vorher sagen können. So, hier Fisk. Ich habe dein Paket. Ich habe dein Paket. Tatsache. Was ist mit Juan? Er ist tot.
Gut? Dann kann er mir keinen Ärger mehr machen. Was dich betrifft, ich habe ziemlich gute Beziehungen zu Huno. Ich werde dafür sorgen, dass du ab jetzt billig an deine Rüstungen rankommst. Außerdem gebe ich dir eine von meinen Waffen. Eine Hand wäscht die andere. Das hat sich seit damals nicht geändert. Mhm. Okay, danke schön. Feldrübe. Würde ich jetzt aber nicht klauen wollen. So, und zu Huno. Das wird sich nie ändern. Das war Paul. Hey. Huno. Ich habe den Stahl. Und? War Juan auch da? War er. Wusste ich es doch. Esteban, die Ratte, steckte dahinter. Was ist jetzt mit unserer Abmachung? Der Mann, mit dem du reden willst, wartet auf dich in der Kneipe. Sprich mit dem Wirt. Ich brauche eine bessere Rüstung. Fisk hat gesagt, du würdest mir einen guten Preis machen. Fisk, sagst du? Hm, gut, ich schulde ihm noch einen Gefallen. Warte, wir haben doch die schwere Banditenrüstung. Ja, gut, dann... Verdammt, aber egal. Wir haben eh mehr als genug Geld. Ich glaube, wer ist denn das eigentlich hier? Skinner. Den kennen wir doch, oder? Skinner? So, Lucia haben wir hier. Logan. Snuff. Huno sagt, ich soll hier jemanden treffen. Huno schickt mich. Sieht aus, als hättest du deinen Mann gefunden. Geh doch mal eine Etage höher, dort wartet jemand auf dich. Eine Etage höher? Hi, Lucia. Fisk! Du steckst also hinter dem Attentat. Ja. Esteban steht meinen Geschäften im Weg. Alle Banditen, die für mich arbeiten, lässt er nicht mehr in die Mine. Er sorgt dafür, dass alle für ihn arbeiten. Und nur für ihn. So kann er von jedem Geschäft seinen Teil abkassieren. Und kontrolliert das gesamte Lager. Ich könnte dich an Esteban verkaufen. Willst du an seine Stelle treten? Was hast du jetzt vor? Wir werden Esteban aus dem Weg räumen. Das heißt, du wirst ihn umlegen und seine Position übernehmen. Solange seine Leibwächter bei ihm sind, habe ich keine Chance. Dann müssen wir sie dazu kriegen, dass sie abhauen. Und zwar mit der Wahrheit. Welche Wahrheit? Du hast deinen Job erledigt. Du weißt, dass ich hinter dem Attentat stecke. Erzähle das Esteban. Und er wird seine Jungs schicken, um mich zu töten. Ich werde sie hier erwarten. Wenn sie weg sind, kannst du dir den Mistkerl vornehmen. Und ich kümmere mich um die Wachen. Okay, klingt nach dem Plan, aber nicht, dass Fisk jetzt schnell drauf geht. Kann ich nochmal mit Lucia quatschen? Was ist das denn für eine Tür? Anscheinend kann ich hier rein. Anscheinend kann ich hier rein und looten. Das ist zu weit entfernt. Ah. Ja, jetzt habe ich's. Nice. Okay, das heißt dann, in der nächsten Folge sehen wir zu, dass wir Esteban aus dem Verkehr ziehen und seine Leibwachen. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin euer Max Deus und ciao!